Heute gibt es wieder einen super Midjourney-Tipp von mir. Und zwar zeige ich dir heute, wie man einen Charakter erstellt und den dann immer und immer wieder in verschiedenen Situationen benutzen kann, was natürlich super wichtig ist, wenn man zum Beispiel einen Comic erstellt. Ich bin Flo, der AI-Künstler, und heute geht es um das Image-Prompting. Let's go! Okay, als erstes müssen wir natürlich den Charakter designen. Und das mache ich natürlich mit Midjourney, das heißt, ich habe einen ganz normalen Prompt abgeschickt, Character Design und dann möglichst viele Details. Ja? Das heißt, ich habe geschrieben, das Alter, die Hautfarbe, die Haarfarbe, den Bart, die Klamotten, die er anhaben soll und möglichst viele Details, damit das Ganze dann so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Ja? Ich freue mich, warum der hier einen Einrad hat. Den ersten und den vierten zum Beispiel finde ich sehr cool. Ich brauche aber ein Ganzkörperbild am besten. Full Body Shot. Ich glaube, ich lasse mal Character Design weg und stattdessen schreibe ich lieber sowas mit fotorealistisch und so. Der ist doch cool hier. Die Füße sind ein bisschen komisch, aber also bis auf die drei Füße sieht das doch sehr gut aus. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt für das Beispiel. Es eigentlich sieht schon ziemlich cool aus, so von den Klamotten und vom Style gefällt es mir sehr gut. So, und wie bekomme ich den jetzt in andere Situationen? Also, was ihr machen müsst, ihr kopiert euch den Bildlink davon. Das heißt, ihr geht hier auf Link kopieren. Jetzt können wir mit dem Link arbeiten. Das heißt, wir können Imagine den Link einfügen und jetzt eine Situation oder eine Location dahinter. Ja? Das heißt, wir machen zum Beispiel, wir schreiben mal, is reading a book in a small low-light room. Ja, cool. Also auf den beiden Bildern steht er nur cool rum, aber hier oben rechts hält er ein Buch in der Hand und hier unten hat er auch ein Buch in der Hand. Ja? Uff, hier beim Upscalen verändert sich das Bild ja auch noch ein bisschen. Mal gucken. Ja, sehr cool. Also ich find's gut. Er ist in dem Zimmer jetzt und hat ein Buch in der Hand und genau so kann man ihn natürlich jetzt in alle möglichen Situationen packen. Was ich jetzt allerdings noch machen möchte, ist, ich möchte mir natürlich nicht diesen Link immer irgendwo zwischenspeichern müssen und so. Deswegen geben wir ihm jetzt einen Namen. Und zwar kann man schreiben slash prefer option set, kann dann einen Namen vergeben. Ich nenne ihn mal John, unseren Charakter hier. Dann muss man hier auf Tab am besten oder Tab Option auswählen, also am besten dreimal Tab drücken. Und jetzt können wir hier den Bildlink reinpacken. Und wenn man will, auch noch was anderes, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Und bestätige das mit Enter. Und jetzt haben wir eine Custom Option angelegt, also unsere eigene Option. Und wenn ich jetzt einen neuen Image Prompt mache, kann ich einfach schreiben minus minus John. Und dahinter dann irgendwas anderes. Also wir machen mal sitting on a bench, waiting for the bus. Mal gucken. Und ihr seht, jetzt wird das aufgelistet. Jetzt ist hier der Bildlink drin und man braucht sich diesen Link nicht immer wieder rauskopieren oder zwischenspeichern, sondern man gibt jetzt einfach ein minus minus John zum Beispiel und schon hat man diesen Charakter immer, wenn man ihn braucht, ja. Also, man sieht, er hat Probleme, ihn hinzusetzen, den Charakter. Hier beim vierten Bild hat er es versucht, ja. Aber er bleibt immer ziemlich bei dieser Pose vom Original, wo er die Hände in den Taschen hat, ja. Also, das, ja, also mit dem Sitzen hat nicht ganz so geklappt, ja. Also, er steht mehr so halb über der Bank. Aber an sich funktioniert es schon ganz gut, also der Charakter sieht ähnlich aus dem Ursprungsbild, ja, also man sieht schon, dass er es versucht, immer jedes Mal ein bisschen zu interpretieren und manchmal muss man dann halt ein paar Versuche machen, damit er wirklich ähnlich aussieht. Aber ich denke, für einen Comic zum Beispiel ist das schon absolut brauchbar, dass man in der Geschichte abkauft, dass es derselbe Typ ist, ja. Ihr seht hier, der sieht schon sehr vergleichbar aus mit dem, also erkennt man schon, ja. Das Ganze muss natürlich auch kein realistischer Charakter sein. Also in dem Fall habe ich jetzt mal probiert, einen Pixar-Style-Charakter, einen kleinen Drachen zu machen. Ja, sehr süß, oder? Wir nehmen mal hier die Version Nummer 4. Ja, das ist doch sehr schönes Bild. Das heißt, wir nehmen uns wieder den Bildlink. Link kopieren. Machen direkt Prefer Option Set. Nennen ihn mal, ja, Dragon. Und als Value kommt der Bildlink. Okay, und jetzt können wir wieder schreiben slash imagine minus minus Dragon. So, und wo packen wir unseren kleinen Drachen mal hin? Das ist doch gut, er soll auf dem Hochhaus sitzen und quasi auf die Stadt runter gucken. Okay, jetzt hat er ihn aber sehr verändert, ja. Also es sieht sehr cool aus, die Ergebnisse davon mal abgesehen. Aber es ist doch gar nicht mehr unser Drache hier, der sieht ja schon sehr anders aus. Wir versuchen mal, den Bildlink und dazu den Text noch zu packen. Prefer Option Set, Dragon, Link kopieren und dahinter den Prompt nochmal. Okay, und jetzt das Ganze nochmal. Slash Imagine, minus minus Dragon, sitzt auf einem Skyscraper und schaut auf die Stadt. Ja, mega. Die sind ja wirklich klasse geworden, also top hier. Da sieht man jetzt auch, alle vier Bilder sehen wirklich aus wie das Ausgangsbild oder sogar noch besser eigentlich. Also das hat wirklich gut funktioniert. Und so mit der Skyline im Hintergrund hat auch geklappt, ja, also sehr gut umgesetzt.
Wir probieren mal noch eine andere Situation. Und zwar schreibe ich mal --Dragon on the back seat of a car. Hat er geschafft, ne? Ist ein Rücksitz vom Auto, kann man so sagen. Sieht gut aus. So, und jetzt probieren wir noch was aus. Und zwar, ob wir unseren kleinen Dragon zusammen mit John bringen können. Ich glaube, das wird nichts, aber wir versuchen es mal. Herz glaub fest gemacht. Hier, John sitzt auf der Schulter vom Drachen. Und ich glaube, hier hat er aus beiden irgendwie eine Person gemacht. Kann das sein? Der hat doch hier so eine Art Lederjacke an oder so. Aber der hier unten ist ja richtig süß, die beiden zusammen. Also wenn man mit mehreren Charakteren in einem Bild arbeitet, dann kommt zumindest nicht das raus, was man erwartet meistens, sage ich mal. Mag daran liegen, dass wir noch in der Alpha-Version sind, aber ich glaube, das ist einfach zu schwer noch, ja, wirklich so gut mit verschiedenen Charakteren dann die zu trennen. Ja. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr witziges Ergebnis. Aber ich glaube, wenn man wirklich gezielt was für machen will, für einen Comic zum Beispiel, sollte man die Charakter immer einzeln kreieren und die dann im Zweifelsfall mit Photoshop oder Canva oder so zusammenfügen. Ja. Gut, ich habe noch eine Idee für unseren Drachen, und zwar unter Wasser wäre noch cool. Ja, cool, hat funktioniert. Ja. Ja, auch wer ein Kinderbuch machen möchte, das wäre doch eine super Variante zum Beispiel. Ja. Übrigens muss das Ausgangsbild natürlich auch gar nicht mit Midjourney kreiert sein. Das heißt, ihr könnt auch ein Foto zum Beispiel reinschieben. Also, wenn ich jetzt ein Bild von mir hier hochlade und einmal abschicke, das ist einfach per Drag and Drop in den Discord schieben, einmal Enter und dann kann man hier auch den Link kopieren und kann genauso damit arbeiten wie eben mit den anderen Bildern. Machen wir mal mein Bild und dann Dancing in a Club. Ja, richtig gut, oder? Ich finde lustig, dass er auf 3 von 4 Bildern die Arme immer noch verschränkt hat. Also er möchte halt die Pose am liebsten mit beibehalten. Aber ihr seht, es funktioniert, ja. Also es sieht natürlich nicht so richtig aus wie ich, aber so ein bisschen schon, ja. Also es ist halt inspiriert von mir sozusagen. Mal gucken, wie ich als kleiner Cartoon-Charakter aussehen würde. Ja, okay, doch, ziemlich gut eigentlich. Der Dicke mit dem Bauch. Das ist ja super witzig. Ja, ist aber sehr gut geworden. Also sieht wirklich aus wie eine Karikatur von mir. Ja, oder der hier auch. Sehr cool. Image-Prompting hat echt tolle Möglichkeiten, also richtig cool. Ja. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel auch wiederum hingehen und das Bild als neues Ausgangsbild nehmen und daraus zum Beispiel Cartoon machen. Ja. Also, die Möglichkeiten sind unendlich, ja. Also ich finde es mega geil. Ja, ihr seht, das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ja. Also, wir haben jetzt zum Beispiel nochmal zum Vergleich diesen Drachen hier kreiert und haben dann diese Szenen da draus gemacht. Und der andere war der John hier, den haben wir so erstellt als Charakter und haben ihn dann in diese Situation gepackt. Natürlich wird immer noch ein bisschen Details im Bild angepasst bei jedem neuen Prompt. Das lässt sich aktuell auch noch nicht verhindern. Allerdings reicht es, glaube ich, für die Glaubwürdigkeit, wenn man jetzt einen Comic macht oder ein Kinderbuch oder so zum Beispiel. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Man darf auch nicht vergessen, dass das Model V4 ja noch in der Alpha-Version ist und sich noch deutlich verbessern wird. Und gerade in Bezug auf Multi-Character zum Beispiel soll sich ja noch einiges tun. Also vielleicht funktioniert das dann auch irgendwann vernünftig, dass man wirklich 2 Character erstellt und die dann getrennt voneinander verwenden kann in einem Bild. Ja. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich finde das sehr cool, so zu arbeiten, den Workflow. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Freue mich natürlich über Likes und deine Meinung in den Kommentaren. Und ich bin raus für heute. Ciao, euer Flo.